Mein Name ist Fabio und heute erkläre ich dir, was du in einem Tutorial auf jeden Fall vermeiden solltest. Vorab, bevor dieses Video überhaupt losgeht, möchte ich erstmal sagen, dass ich hiermit niemanden herunterziehen möchte, niemanden schlecht machen möchte und ich möchte auch nicht sagen, dass meine Videos die besten sind. Auch meine Videos haben öfter mal Probleme. Also, fangen wir nun an. Und zwar sollte man bei einem Tutorial so objektiv wie möglich zu sein. So objektiv wie möglich sein. Gleich mal Sprachfehler, ich sage ja, meine Videos sind nicht perfekt. Man sollte objektiv sein. Das heißt nicht sagen, ja, mach dies, weil ich da sage. Oder sowas in die Richtung. Wenn man jetzt aber sagt, zum Beispiel, benutzt doch vielleicht Notepad, weil Notepad alles so schön bunt macht, dann ist das was anderes, weil das ja zum Fortschritt des Tutorials, beziehungsweise es hilft, platt gesagt, so. Es hilft. Und dann ist es was anderes. Die zweite Sache ist Werbung. Wenn man jetzt zum Beispiel sucht nach LS17 Tutorial meinetwegen, dann bekommt man ja bei YouTube in der Auswahl, bekommt man ja immer schon direkt angezeigt, so ein paar Sachen. Zum Beispiel, ja, die ersten zwei Zeilen der Beschreibung, das meine ich. Die bekommt man angezeigt. Und wenn man dann schon sieht, hier kannst du LS17 kaufen, günstig und legal, und dann kommt da irgendein scheiß illegaler Link, dann macht das Ganze auch keinen Spaß mehr. Und dann, oder wenn man eben sieht, ja, abonniere mich auf Twitter, abonniere mich auf Facebook, abonniere mich überall, kauf meinen Scheiß und solche Sachen. Wenn man sowas gleich schon von Anfang an von vornherein sieht, dann sollte man, meine Meinung, dann sollte man das Tutorial nicht weiter unterstützen, weil es ist eh nur darauf auf, Klicks zu erzielen und seine Reichweite, seine Klicks weiter zu optimieren, weiter zu, einfach nur mehr zu kriegen. Damit möchte ich niemanden schlecht machen und mich nicht damit hochloben. Ich möchte nur sagen, dass es meine Meinung ist und jeder sollte eine eigene Meinung haben und eine eigene Meinung bilden. Dieses Video ist nur dafür da, um diese Entscheidung, um bei dieser Entscheidung ein wenig mitzuhelfen, dich zu unterstützen. So, jetzt muss ich aber natürlich, damit ich ausgewogen bin, auch noch den Vorteil von Werbung in der ersten Zeile sehen. Und zwar, man kriegt dadurch Klicks. So, das kann man jetzt auslegen, wie man will, ob das jetzt was Gutes ist oder einfach nur, ob Werbung in der ersten Zeile der Beschreibung einfach nur unangebracht und scheiße ist. Das ist jetzt deine Entscheidung. Ich habe dir die zwei Möglichkeiten gegeben. Ist gut oder schlecht. Kannst du jetzt aussuchen, was du, welcher Theorie in Anführungszeichen du eher zustimmen würdest. Und naja, dann die dritte Sache ist, das Thumbnail ist sehr wichtig. Und zwar, das Thumbnail bildet den ersten Eindruck. Habe ich mich vor zwei Folgen auch schon ein bisschen drüber aufgeregt. Und zwar, in einem Tutorial hat ein roter Kreis jegliche Art von roter Schrift, es sei denn, es ist jetzt zum Beispiel die Corporate-Schrift, zum Beispiel Garderol, der hat jetzt rot als Markenzeichenschrift sozusagen. Das ist was anderes, aber wenn man jetzt einfach nur diese Klischee ins Auge springende rote Schrift nimmt, sowas wie rote Schuhe, so ein Rot, das hat auf einem Tutorial-Thumbnail nichts zu suchen. Gar nichts. Dann auch irgendwelche Titel mit Fragezeichen, Ausrufezeichen. Titel, das ist jetzt die vierte Sache. Titel mit Fragezeichen, Ausrufezeichen. Titel mit Caps Lock. Sowas sollte auch vermieden werden. Wie gesagt, Tutorial sollte so objektiv wie möglich sein. Dann die fünfte Sache, da sind wir schon, ist jetzt inhaltlich betreffend. Und zwar sollte das Tutorial strukturiert sein, kurz und knapp. Das ist jetzt sehr stark meine Meinung. Und da mag jeder jetzt wahrscheinlich auseinanderdriften, ob man jetzt das einfach lieber kurz und knapp hat und sagt, jo, Kollege, ich verstehe das jetzt schon. Oder ob man das doch noch ein oder doch noch ein zweites Mal sehen muss, damit es auch echt funktioniert. Und da scheiden sich die Geister eben.
Ich bin ein Vertreter der Theorie lieber kurz und knapp und nicht 20 Minuten Tutorial, um was zu zeigen, was man auch in 5 machen könnte. Und dann einfach auch so Sequenzen wie nur hin und her fahren oder solche Sachen, dass man sowas einfach rausschneidet. Und apropos schneiden, ein Tutorial sollte nicht aufwendig geschnitten sein, keine Michael Bay-like Effekte haben und eigentlich auch keine Musik und Zeitraffer, weil Tutorials sollen einfach kurz, knapp, bündig und einfach nur gut erklärend sein. Und nichts irgendwie komisch Aufwendiges, das aussieht wie der nächste Michael Bay-Film. So, das ist meine Meinung. Dann fällt mir noch was ein, ich glaube nicht. Okay, dann einen Aufruf habe ich jetzt noch. Ich habe mehrfach aufgerufen dazu, deine eigene Meinung zu bilden. Und ich bitte dich jetzt, diese eigene Meinung auch in die Kommentare zu schreiben, weil es sonst nicht sinnlos war. Aber ich würde gerne auch mal deinen Punkt sehen, weil es auch für mich als Content Creator oder YouTuber, wie man so schön sagt, jetzt Neudeutsch, Businessdeutsch oder so, weil es auch für mich ein Vorteil ist, weil ich dadurch meine Videos optimieren kann. Soll ich jetzt tatsächlich von den Tutorials, die ich gemacht habe, nochmal eine längere Version machen, in denen ich die Schritte nochmal genauer erkläre? Oder reicht das so kurz und bündig einfach so, wie es ist? Und auch für zukünftige Tutorials. Lieber kurz und bündig oder doch eher ein bisschen ausführlicher? Oder soll ich auch mal so mein Let's Mod wieder ausgraben? Werde ich sowieso, aber ich kann ja mein Let's Mod nochmal speziell bezüglich solcher Sachen wie Mods konvertieren. Dass ich ein oder zwei Folgen mache, die einfach nur spezifisch Mod konvertieren ist. Das könnte ich auch machen. Aber da kommst du ins Spiel und da bitte ich dich, einfach deine eigene Meinung in die Kommentare zu schreiben, weil ich da, ja, würde ich von YouTube leben, könnte ich sagen, ich lebe von der Meinung, ich lebe von dem, was ich mache, ich lebe von deiner Meinung auch, und zwar, dass du eventuell sagst, ja, gefällt mir, finde ich gut, yay. Oder auch, dass du sagst, nee, finde ich absolut scheiße, mach's besser. Und dann, das ist aber noch wieder eine andere Sache, einfach nur zu sagen, nee, finde ich scheiße, aber dann nicht zu begründen, warum. Eine unbegründete Meinung ist genauso schlimm eigentlich wie gar keine Meinung. Oder eigentlich noch schlimmer. Lieber zu sagen, nee, ungerne, als nee, ungerne gebe ich jetzt meine Meinung dazu, als zu sagen, nee, finde ich scheiße. Ja, warum denn? Finde ich scheiße. Oder zu sagen, auch ebenso gut, finde ich gut. Warum findest du es gut? Ja, finde ich gut. Das ist eigentlich, ja, es ist scheiße. Dann hatte ich mir vor kurzem auf dem Fahrrad nochmal irgendwie was Schönes ausgesucht. Und zwar, keine Meinung zu haben ist eine Scheißmeinung, aber eine Scheißmeinung zu haben ist schlimm. Ha. Nee, genau. Keine Meinung zu haben ist so schlimm wie eine falsche Meinung. Und eine falsche Meinung, und wer sagt, dass jemand eine falsche Meinung hat, der hat eine falsche Meinung. Irgendwie sowas in die Richtung war das. Vielleicht kriege ich das nochmal zusammen. Aber vielleicht schreibe ich es dann in die Beschreibung. Wenn ich es nochmal wieder zusammenkriege, dann steht es auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Ich kriege es aber jetzt gerade nicht mehr zusammen. Schade eigentlich. Ich hatte mich so gefreut, als ich das gebildet hat. Happe. Hä? Hat oder happe? Nein, hatte oder hab. Meine Güte. Where is my Deutsch hin? I think my Deutsch ist ganz weit weg gerade. Gut, aber ich habe es. Jetzt funktioniert es ein bisschen jedenfalls. Gut, jedenfalls bitte ich dich auch über diese Folge so deine Meinung in die Kommentare zu tippen, weil ich diese Folge recht gelungen fand und mich auch da mal deine Meinung interessiert, ob dir sowas gefällt. Und dazu reicht nicht einfach nur
Daumen hoch, Daumen runter, favorisieren, teilen oder irgendwie sowas, sondern über Kommentare freue ich mich viel mehr, weil Kommentare aussagekräftiger sind. Selbst wenn man im Kommentar keine Meinung über das Video hat, ob man das Video jetzt gut findet oder nicht gut findet, ist ein Kommentar immer noch aussagekräftiger als einfach nur stumpf, Video ist gut. Warum? Keine Meinung. Zack, das war's. Und das ist, wie ich bereits erläutert habe, nicht gut. Vielleicht kann ich es ja irgendwann nochmal in einem Video erwähnen, warum ich die Kommentarfunktion eigentlich scheiße, die Bewertungsfunktion von YouTube eigentlich scheiße finde und warum die scheiße ist. Aber das ist jetzt nicht, soll nicht Thema dieser Folge sein, der heutigen Folge. Sondern darum werde ich mich einfach ein andermal kümmern. So. Und damit ist diese Folge auch schon beendet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wobei, halt, stopp. Eine Sache will ich noch kurz machen. Ich will noch mal kurz zum Landmaschinenhändler fahren und dem hier eine neue Farbe geben, dass der ein bisschen so in die Corporate-Farbe kommt, wenn das Sinn ergibt. Gibt wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn. Aber die Folge ist doch noch nicht zu Ende. Aber ich werde jetzt auch in dieser Folge nur noch kurz zum Händler fahren und kurz mir eine neue Lackierung für den Kollegen hier holen und das war's dann auch. Ich glaube tatsächlich, in der ersten Staffel war ich ja so hinterher, sofort so schnell wie möglich den anderen Pickup zu kriegen, weil ich dachte, der wäre so um einiges besser, ist er aber nicht. Ich mag den hier tatsächlich lieber, weil er mit dem 190 PS Motor stärker motoriert bzw. schneller ist als der große Pickup mit dem 200 PS Motor. So, ich will ihn konfigurieren, hat einen Wert von 18.000. Und zwar möchte ich Corporate Grün haben und Felgenfarbe Weiß. Kann ich? Nee, das ist mir zu teuer. Vielleicht mache ich das irgendwann anders, aber dann rüste ich gleich, glaube ich, direkt auf den ganz großen auf. So, jetzt ist er auch in Corporate Farben. Grün und Weiß. Jetzt bin ich zufrieden. Okay, jetzt kann ich die Folge zufrieden beenden. Also, ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann.